Wir schreiben das Jahr 2011. Die Kalender für die Zeit nach dem Wechsel sind längst verschenkt und ausgepackt und je nach Geschmack werden einem dann junge Haustiere oder seltene Motorräder im Vintage-Look über das Jahr 2012 begleiten. Anders ausgedrückt, alles geht wieder von vorne los. Oder? Dieser Eindruck täuscht. Gewaltig. Der Kalender, der zeigt, was die nächsten Monate wirklich vor uns liegt, wurde weder gedruckt noch schaffte er es in den Handel. Gekauft wäre er schon worden, wenn auch nur von Leuten, die sich von ihrem Umfeld das ganze Jahr über haben vorhalten lassen müssen, Zyniker zu sein, Fatalisten, Fans von Endzeitstimmung. Kommen wir gleich zum Punkt. Dieser Jahresrückblick wird anders sein. Er wird sich nicht, wie man das für gewöhnlich von Jahresrückblicken erwartet, jeden Monat einzeln vorknöpfen und dann noch einmal die elementarsten Geschehnisse, also die, die man uns zuvor via Medien als wichtig verabreicht hat, Revue passieren lassen. Vergessen wir also Fukushima, Karl Theodor oder dass Gottschalk seine letzte Saalwette verkündet hat. Beten wir nicht, wie üblich, die Einzelereignisse 2011 herunter. Ziehen wir lieber umfassend Bilanz. Was war 2011? Was war 2011 anders? Können wir von 2011 auf 2012 dahingehend schließen, dass die Zukunft sich nicht groß unterscheiden wird? Werden wir in exakt 12 Monaten einen weiteren Jahresrückblick mehr oder minder in freudiger Erwartung zu uns nehmen, weil es so schön ist? So schön, wie wenn man beim Aufräumen zufällig über eine alte Kiste mit Familienfotos stolpert und dann Stunden später einen Anruf bekommt. Wo bleibst du denn? Wir sind seit 90 Minuten verabredet. Die Antwort ist ja und nein. Wir werden uns an das Jahr 2011 erinnern. Es ist eine Zäsur, ein Einschnitt. Ähnlich wie das Jahr 2001 auch ein Einschnitt war. Auch 2011 sind ein paar ziemlich große Gedankengebäude über der eigenen Grundfläche zusammengebrochen. Und nein, 2012 wird nicht einfach eine Wiederholung des Jahres 2011 sein. Dafür ist Ground Zero diesmal an zu vielen Teilen parallel passiert. Der Schaden ist weitaus größer. Die entscheidende Zahl in diesem Jahr 2011 ist die Ziffer 50. Die Zahl stammt aus Zürich und wurde von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ermittelt. Dieser Ermittlung ging eine ziemlich pedantische Netzwerkanalyse voraus, die zum Ziel hatte, herauszufinden, wie viele der gern verharmlosend als Global Player bezeichneten Großunternehmen auf diesem Planeten die Strippen ziehen. In Zürich kam man auf die Zahl 147. Von diesen 147 Firmen stammen mit nur einer einzigen Ausnahme die 50 mächtigsten aus der Finanzindustrie, also Banken und Versicherungswirtschaft. Und was sagt uns das? Also Neues? Im Grunde nichts. Es bestätigt nur, was wir spätestens seit 2008, seit der Lehman Brothers Pleite, ganz genau wissen. Geld regiert die Welt oder anders, Demokratie hat in diesem System nichts zu melden. Demokratie ist ein Verlustbringer. Es sei denn, man unterwandert als Player getarnt diese Demokratie global, benutzt und missbraucht sie und erkennt in ihr ein Betriebssystem, das sich bei seinem eigenen Niedergang nicht wehrt, sondern ganz im Gegenteil, wie paralysiert zusieht, wie man es defiliert, ausschlachtet und verramscht, was verharmlosend mit dem Begriff der Rettung versprechen soll, Privatisierung, bezeichnet wird. Dass das alles nahezu reibungslos funktioniert, hat mit dem Umstand zu tun, dass man der Bevölkerung kollektiv beigebracht hat, dass es für jedes Problem einen Experten gibt, der dieses Problem löst. Wichtig bei diesen Experten ist vor allem, dass man selber, also der Betroffene, es nicht ist. Man selber ist wie ein Patient, der von der Krankheit, die ihn über Nacht überfallen hat, am wenigsten Ahnung hat. Daher ist es am besten, sich nach all den schlauen Tipps zu richten, die man von den Göttern in Weiß bekommt, die meiste Zeit der Sprechstunde dann aber mit einem Pharmavertreter telefonieren. Alles, was man selber irgendwie versteht, ist so viel, dass es auf einen selber nicht so sehr ankommt. Man ist nur eine Nummer und diese Nummer soll gerettet werden, damit das neue Hightech-Krankenhaus seine Bilanz nicht verschlechtert und das neue Medikament, das der Doktor da auf seinem Schreibtisch hat, endlich auf den Markt kommen kann, woran der behandelte Doktor dann ganz ordentlich verdient. Zu komplex? Machen wir es einfach. Der Begriff Global Player sagt eigentlich alles. Wir, die Bevölkerung, sind nur Teil eines gigantischen Spiels, wobei es den Spielern selber völlig gleich ist, ob und wie hoch wir dieses Spiel verlieren. Dass wir verlieren, ist nicht möglich, sondern notwendig, damit das Folgespiel beginnen kann. Die Spieler nämlich sind süchtig nach Zocken und es geht ihnen im Grunde nur darum, reinen Tisch zu machen, reinen Spieltisch, damit alles wieder von vorne losgehen kann.
uns, den Spielfiguren, verkauft man dann dieses Spiel, bis es soweit ist und die Game-Over-Lampe wieder leuchtet, unter immer neuen Namen. Aufschwung, Förderprogramm, friedenssichernde Maßnahme, humanitäre Lösung, Effizienzsteigerung, Konsolidierung, Fortschritt. Der Sammelbegriff für all diese Spielregeln, die gemein haben, dass sie uns schaden, ist Globalisierung, früher Turbokapitalismus. Im Turbokapitalismus gehört ganz am Schluss einigen wenigen alles und dem großen Rest, also uns, weniger als nichts. Man hat uns global in eine gigantische Schuldenfalle gelockt, aus der ein Entkommen etwa so möglich ist wie aus einem schwarzen Loch. Es sei denn, man ändert global, da vernetzt, plötzlich die von oben vorgegebenen Spielregeln, die keine Naturgesetze sind. Dass das geht, ist theoretisch bekannt. Diese Gesellschaft hat Menschen über Jahrzehnte, die diesen Weg gegangen sind, belächelt und als Aussteiger mit Hippie-Hintergrund verhöhnt. In Wahrheit sind diese Aussteiger immer Einsteiger gewesen. Sie sind in ein Leben eingestiegen, in dem sie selber möglichst viele Bereiche in der Hand haben und in der Hand behalten. Auch dafür gibt es einen Sammelbegriff. Eigenverantwortung. Uns, den Bürgern 2.0, ist diese Eigenverantwortung nicht größtenteils abhanden gekommen. Das ist ja das Perverse. Wir haben sie noch, wenn auch im Off-Modus. Nein, nur sind wir durch unsere Institutionen derart verunsichert worden, dass wir es nicht wagen, dem zu trauen, was uns nie getäuscht hat. Unser Bauchgefühl. Wir alle wissen doch, was vor sich geht. Wir sehen doch quasi in Zeitlupe, wie unsere Volksvertreter nicht Schaden von ihrem Volk abwenden, sondern ganz im Gegenteil, dem Verbrecher beim Einsteigen in die Immobilie Rechtsstaat noch die Taschenlampe halten, wie ein verblödeter Hund, der fett geworden auf ein Leckerli spekuliert. Sehen wir uns um. Eine Handvoll Hochfinanzjongleure demontieren Europa, spielen ganze Völker gegeneinander aus, treiben einen Keil in die Zivilgesellschaft. Geld ist dabei nur ein Tool, um Tatsachen zu schaffen, über Leichen zu gehen, das Recht auszuhebeln. In vielen anderen Bereichen ist die Krake Großkonzern und ihr Universalhebel Geld schon viel weiter und die Herrschaft grenzt an Terror. Nehmen wir die Energiewirtschaft. Schon vergessen? Ohne Fukushima wären hier doch immer noch sämtliche als AKWs getarnte Oldtimer am Netz. Von den Machenschaften der Ölindustrie brauchen wir gar nicht zu reden. Nehmen wir den militärisch-wirtschaftlichen Komplex. Er entscheidet, ob wir nach Afghanistan direkt in den Irak einmarschieren. Da können die Sonderberater oder Mitglieder der IAEA oder der UNO und Co. sich den Mund fußlich reden. Wenn es in den Kassen der Rüstungsfirmen klingeln soll, wird ein Land angegriffen und die Zivilbevölkerung im Namen der NATO bombardiert. Im Anschluss wird das Land dann über Tochtergesellschaften ausgeschlachtet. Reporter unerwünscht. Im Anschluss wird das befreite Land dann über Tochtergesellschaften ausgeschlachtet. Reporter unerwünscht. Nehmen wir die Branche, die uns die Supermärkte mit all diesen leckeren Lebensmitteln vollstellt. Das Rauschen des Wassers und des Waldes kommt von Band und die bunten Bilder von glücklichen Bauern und ihren Freunden, den Haustieren, hat eine Werbeagentur geliefert. In Wahrheit sind global operierende Ernährungskonzerne dabei, weltweit aus Saatgut Heroin zu machen, sprich Bauern in die Abhängigkeit zu treiben und ihnen dazu immer toxischere Pflanzenschutzmittel zu verkaufen, die uns alle immer häufiger krank machen, wo dann die Pharmaindustrie ins Spiel kommt. Hier lautet das Geschäftsprinzip: immer weniger Leistung für immer höhere Beiträge. Und weil die zuständigen Minister aufgrund ihres geringen IQs gecastet wurden, schreibt der Pharmakonzern das Gesetz gleich selber. Genau wie die Finanzbranche oder die Energiewirtschaft. Reporter unerwünscht. Waffenhandel. Die BRD ist drittgrößter Waffenhersteller der Welt. Es vergeht kein Monat, wo nicht irgendeine illegale Lieferung irgendwo auftaucht und die entsprechenden Minister sich nicht erklären können, wie das denn jetzt schon wieder geschehen konnte. Was ist aus der Panzerlieferung ins Krisengebiet Saudi-Arabien geworden? Wer im Verteidigungsministerium diesbezüglich anruft, bekommt den Satz um die Ohren: Geheimhaltungsstufe. Also wieder Reporter unerwünscht. 2011 haben wir auf all diesen Gebieten einen Höhepunkt erreicht, der uns allen klar machen sollte, wir, die Opfer, früher Bürger genannt, wir müssen uns gegen diesen Irrsinn wehren. Wir sind diesen Konzernen im Weg und sie werden erst dann aufhören, wenn wir aus dem Weg geräumt wurden. Dafür gibt es diverse Methoden, die man in den Chefetagen gern kombiniert einsetzt, denn man ist ja auf allen Gebieten, in allen Branchen maximal präsent. Das ist ja die Krux der Weltkonzerne. Wohin du auch kommst, sie sind schon da.
In den USA wurde zum Beispiel der Patriot Act auf den Weg gebracht. Ein Gesetz, das allen amerikanischen Bürgerrechten elementar widerspricht. Im Verbund mit 24 Stunden Verblödungs-TV und Unterschichtenernährung, einer Kombi aus Softdrink und Restdreck, macht es aus wachen Bürgern Burger, fett und schläfrig. In der BRD fahren wir eine etwas andere Politik. Da werden Halbbildungsfernsehen und Laiendarsteller kombiniert. Zum Beispiel Merkel trifft Jauch. Oder Anne Will, Maybrit Illner und Co. treffen Expertenrunden und schwafeln im Kreis herum, ohne dass am Ende auch nur irgendwer die entscheidende Frage stellt. Was heißt denn das jetzt für uns? Oder wer übernimmt denn das jetzt? Diese Frage wäre auch völlig sinnlos, denn die, die etwas übernehmen könnten, sitzen weder im Talkshow-Sessel noch in irgendeinem demokratisch gewählten Bundestag. Die Bosse der Konzerne, die in Wahrheit ja auch nur die Verwalter der Maximalvermögen der wenigen Aktionäre sind, diese Bosse haben gar keine Zeit, um sich der Öffentlichkeit zur Primetime, uns den Idioten mit Wahlzetteln, zu zeigen. Was sollten sie auch sagen? Sorry Leute, aber das war doch schon immer so. Das wäre zwar die Wahrheit, aber die darf man nicht sagen. Nicht in einer Gesellschaft, die von sich behauptet, Pressefreiheit zu besitzen. Die Pressefreiheit ist inzwischen zu einer einspurigen Autobahn verkommen. Wer überholen möchte, muss den durchgezogenen Tabustreifen links oder rechts überfahren. Und tut er das, taucht im Rückspiegel sofort die Lobbypolizei auf und zieht den Fahrer aus dem Verkehr. Möglichst lange. Pressefreiheit ist heute vor allem die Freiheit, freiwillig alle wichtigen Themen, so gut es geht, zu meiden. Strippenzieher oder Lobbygruppen nicht zu benennen. Im Gegenteil, diese immer hübsch und gekonnt zu umschiffen, dann winkt vielleicht in naher Zukunft ein Spitzenamt als Pressesprecher in einer entsprechenden Industrie oder ein hohes Amt in einem öffentlich-rechtlichen Organ. Unparteiisch kommt heute von Parteibuch. Wer dagegen die Fresse aufmacht, wird abgeschossen und die Gründe dafür werden einfach konstruiert, also erfunden. Dass der, der sie verkündet, damit ein Lügner ist, wen interessiert's? Mich. Ich bin nur einer von Millionen, die die Faxen dicke haben. Der arabische Frühling und die Occupy-Bewegung waren ein Zeichen des globalen Widerstandes gegen ein System, das davon lebt, Gewinnmaximierung als Droge zu benutzen und dabei keine Rücksicht auf Völker, Staaten oder Einzelschicksale nimmt, geschweige denn auf die Umwelt. Und das am Schluss immer von Alternativlosigkeit spricht, wenn es Krieg meint. Ohne Krieg ist dieses System nicht überlebensfähig. Wobei die, die den Krieg führen lassen, die einzigen sind, die überleben. Nein, danke. 2011 ist daher eine Zäsur. Das System, das sich hinter dem Begriff Globalisierung oder Global Player verbirgt, entspricht einem Selbstmordattentäter. Nur dass dieser hier und heute im Businessanzug erscheint und wir in seinem Privatjet um ihn herum platziert wurden. First-Class-Untergang. Machen wir uns nichts vor. Auch wenn die Saftschubse ein Ex-Model noch flötet, der Champagner geht aufs Haus. Das gesamte System detoniert 2012 noch in der Luft. Und wir, die Bürger, haben jetzt nur noch eine einzige Möglichkeit, diesen Flug heil zu überstehen. Den Jet notlanden? Ist nicht drin. Der Zeitzünder des Global Players zeigt nur noch 90 Sekunden. Fallschirme an Bord? Fehlanzeige. Keep it simple. Kippen wir den Depp mit der Boni-Bombe über die Notfalltür einfach aus der Maschine. Das ist ein Notfall. Wir sehen uns 2012, hoffentlich am Stück. Over and out.